Abseits der Nische stellen wir aber natürlich auch unser Zugpferd aus, den neuen Sprinter. Im Februar diesen Jahres haben wir die neue Generation vorgestellt. Den neuen Sprinter haben wir so konsequent wie nie zuvor auf die Bedürfnisse des Reisemobilsegments ausgelegt. Ein Highlight hier ausgestellt ist der neue Triebkopf. Der neue Triebkopf hat alle lebenswichtigen Dinge, die man zum Fahren braucht, vor der B-Säule untergebracht. Damit ermöglichen wir Aufbauherstellern wie hier zum Beispiel Hümer ganz neue Möglichkeiten zur Gestaltung des Reisemobilaufbaus und Ausbaus. Eine neue Dimension an Freiheit und Vielfalt sozusagen. Die neue B-Klasse Modern Comfort von Hümer ist das erste Reisemobil, das auf unserem Triebkopf basiert. Hier zu sehen als teilintegrierte Variante. Die Kombination aus Triebkopf und Hümer SLC-Chassis ergibt einen besonders leichten und stabilen Aufbau. Lassen Sie uns aber auch kurz einen Blick in den Innenraum werfen. Auch hier warten Innovationen. Der neue Sprinter verfügt über durchdachte Features, die speziell für das Reisemobilsegment sich eignen. Zum Beispiel die elektrische Parkbremse. Damit entfällt der Handbremshebel und ermöglicht dadurch einen leichten Durchstieg von vorne nach hinten. Auch ist der Lade- oder der Boden eben. Aber auch in puncto Sicherheit können Reisemobile auf Sprinterbasis mit dem Pkw-Standard mithalten. Der BMCT hier verfügt unter anderem über den aktiven Bremsassistenten und den aktiven Abstandsassistenten Distronic. Hümer ist aber nicht der einzige Hersteller, der die Vorteile unseres neuen Sprinters erkannt hat. Wir zeigen hier auf dem Stand auch den Regent S von Lastrada auf Kastenwagenbasis mit Hinterradantrieb. Und dieser zeigt, der neue Sprinter bringt nicht nur Pkw-Feeling auf die Straße, sondern auch ins Cockpit. Wie Sie sehen können, und lassen Sie uns einsteigen, haben wir hier das markentypische Mercedes-Design auch im Cockpit umgesetzt. Und nicht nur das, Aufbauhersteller können auch auf unsere neueste Generation an Infotainment-Features zurückgreifen, die lange Fahrten in den Urlaub sehr viel angenehmer machen. Nach der A-Klasse ist der Sprinter der zweite Mercedes mit unserem Multimedia-System MBUX, der Mercedes-Benz User Experience. Das war ein kleiner Rundgang. Lieber Sven, was bringt uns die Reisemobil-Zukunft?